Ich glaube, im Gegensatz zum Passivisten bin ich jemand, der gerne aktiv mitgestaltet und der nicht wartet darauf, dass irgendjemand anders was macht, sondern der ja gerne mit anfasst und hilft, vielleicht auch Zukunft so mitzugestalten. Ich glaube, gerade für den ländlichen Raum wird Aktivismus gebraucht. Also wir reden sehr viel über demografischen Wandel, darüber, wie der ländliche Raum langsam ausstirbt. Und um dem was entgegenzusetzen, muss man aktiv sein, Infrastruktur ausbauen, sich um die Gemeinschaft hier kümmern, den ländlichen Raum auch als lebenswerten Raum erhalten. Und mit dem Verstehbahnhof hier ist das was, was wir auf eine Art versuchen. Also der Verstehbahnhof ist erstmal nicht wirklich was anderes als ein Makerspace oder ein Hackerspace in den meisten Städten auch. Ein Ort, an dem sich Leute, die sich im weitesten Sinne für Technik interessieren, zusammenfinden können, um gemeinsam an Projekten zu bauen, sich auszutauschen, Wissen zu vermitteln, gemeinsam Dinge zu reparieren. Also wir sind eigentlich eine Art offene Werkstatt, ein Makerspace hier auf dem Land. Ein bisschen mit dem Schwerpunkt, dass wir uns primär an junge Leute, also den Nachwuchs, richten.